Und damit herzlich willkommen zu Video Nummer, nichts Falsches sagen, 4. Jawohl, wir sind im vierten Teil unserer Little Nightmares Reihe. Und wir sitzen immer noch hier im Käfig mit, ich glaube tatsächlich, dass es andere Kinder sind, die da auch sitzen. Was ich ein bisschen, wie soll ich das sagen, verstörend finde. Aber wir werden mal gucken, wie es weitergeht und starten auch direkt, sofern wir hier mal. Ja, gut. Ah, okay, pass auf. Nice. So. Also dem Typen hinterher wollen wir jetzt nicht. Wir gehen mal hier lang. Und machen erstmal ein kleines Feuerchen hier. An. Ja. Von da kamen wir. Also wir wollen, glaube ich, doch dem Typen hinterher. Dieser Folge habe ich mir fest vorgenommen, einfach mal nicht runterzufallen. Ich hoffe, das bewerkstelligen zu können. Okay. Wir haben auf jeden Fall da oben ein. Ah, wie nennt man das noch? So ein Ding. Wo wir jetzt. Tut mir leid, Junge, der da drin ist, aber ich muss mal gerade. Ich brauch dich mal kurz. Ist das jetzt drunter? Ja, sieht gut aus, oder? Jetzt hüpfen wir mal. Oh. Ich glaube, ich bin sogar zu weit. Okay. Geht's. Wisst ihr, was ich mich schon die ganzen drei Folgen jetzt frage? Wieso hat dieses kleine Mädchen eigentlich ein Feuerzeug dabei? Auf jeden Fall schon mal den Weg gefunden. Es ist doch ein bisschen, ich meine, klar, damit es Kerzen anzünden kann, aber. Raucht es? Ich glaube nicht. Oh. Weiter geht's. Wow. Okay. Was macht denn der da? Gut. Kommen wir hier irgendwie an dem vorbei? Leise vielleicht? Sie riecht mich! Lauf, Mädchen! Oh Gott, okay. Das hat nicht funktioniert. Er hat mich anscheinend gerochen. So stinke ich eigentlich gar nicht. Auf einen neuen Versuch. Die Frage ist nur, können wir hier vielleicht hoch? Nee. Wie kommen wir denn an ihm vorbei? Ich wollte euch gerade fragen, ob ihr eine Idee habt, aber bis ihr mir antwortet, ist die Folge ja schon vorbei.
Vielleicht haut er doch gleich ab. Wir warten mal kurz, wenn er sein Kind dort eingepackt hat. Er hat noch eins. Er wird sich bestimmt gleich ein neues holen wollen, oder? Kann sein, dass ich hier gerade vollkommen falsch denke, aber eventuell. Er hat. Hä? Okay, er hat unendlich Stadt. Das ist also nicht. Dieses Durchrennen, was wir da gerade gemacht haben, weiß ich auch noch nicht, ob das funktionieren kann. Aber wir haben irgendwie keine andere Wahl, ne? Also bin ich zufrieden. Okay. Okay. Versteck dich. Hau ab. Ist er weg? Hört sich gut an. So, sieht mir so aus, als müssten wir hier die Klappe hochheben. Und der Schlüssel dazu könnte eventuell. Nein. Ah, doch hier. Wenn ich das da reinpacke. Jawohl. Und. Nice. So, Feuer schon an hier. Heilige Scheiße. Ist schon Rad ab? Okay. Na komm mal ran hier. Jawohl, so als nächstes geht's hier lang. Recht simpel, glaube ich. Hopp. Hier haben wir noch so ein paar Schuhe. Und andere Sachen. Ach du heilige Scheiße, was ist denn hier los? Ich glaube, der hat einen leichten Schuhfetisch, oder? Oh Gott. Hat der Eimer irgendwas zu bedeuten hier? Was war das? Das Käsefußmonster. Okay, wir gucken, dass wir relativ. Oh Mann. Das ist nicht gut. Kannst du vergessen? Ich hau hier ab. Ich hab keinen Bock auf dich. So, der nächste Raum. Hey! Oh. Einfach ein paar Ratten aufgehangen hier.
Ah! Bist du deppert? Lauf, Mädchen. Ich hab nichts zu schmeißen. Ich glaube, der sieht nichts, der versucht mich zu riechen. Die Zwerge helfen mir. Ja, haut ab. Ha! Jawoll. Gehen wir da jetzt hinterher? Ich glaube schon. Gibt ja keinen anderen Weg. Ist wieder so ein Affe. Ihr erinnert euch, den Affen mussten wir beim letzten Mal schmeißen. Oh, das wollte ich nicht. Aber jetzt sieht es nicht nach Schmeißen aus. Okay, ich erkläre euch das. Das war die Idee, Lärm zu machen und ihn dadurch hier reinzulocken. Hat nicht funktioniert. Aber irgendwie ist irgendwo. Ich schmeiß mal sowas. Aber auch nix. Kann man irgendwie noch mal wieder zurück? Haben sie zugemacht. Vielleicht ist hier drunter was. Ich schieb das mal weg, komm. Seht ihr das hier? Ja, guck mal, das wackelt. Passt auf. Okay. Hey, Zwergnase. Da oben ist der Psycho. Ich gehe da nicht hoch, ganz vergessen. Ich bin nicht verrückt. Vielleicht hier lang? Nee. Hätte ich doch da hochgemusst vielleicht. Finde ich jetzt nicht so die super Idee. Aber wir machen es einfach mal. Im Übrigen ist es mittlerweile dunkel draußen, Leute. Es ist dunkel draußen. Ich bin gerade ein bisschen am Pre-Recorden. Und es ist stockfinster. Und ich mache mir gleich in meine Hose. Das ist kein Spaß. Jetzt aber schnell. Er riecht mich. Komm, 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 komm.
würde behaupten, der hat so eine leise Ahnung, wo ich bin. Oh, oh Scheiße, Mann. Gut, jetzt stehen wir vor einer Tür. Und vor dieser Tür beenden wir Folge 4. Folge 3? Folge 4, ja. Wir sind bei Folge 4. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. Und was verbessert werden muss, damit es euch gefällt. Wenn ihr Bock habt, haut auf den Abo-Button. Klickt aufs Glöckchen, dann kriegt ihr noch mit, wenn irgendwas Neues kommt. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.